Hallo ihr Lieben, willkommen auf dem Kanal The Bear and the Bee bei Blasphemous. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wir machen einfach mal ein wenig weiter. In der letzten Folge hatten wir an diesem Relief Halt gemacht. No. Na, du wirst doch jetzt nicht das Klettern verlernt haben. So. Also es geht ja oben raus. Und hier rechts auch noch. Also müssen wir jetzt, wir schauen jetzt mal, ob wir das Kind des Mondlichts befreien können. Kann ich hier etwas tun? Nein! Okay. Ja. Da lande ich auf alle Fälle wieder hier. Das ist schon mal gut zu wissen. Wie war jetzt das mit dem Doppelsprung? So auf alle Fälle nicht. Den Doppelsprung müssen wir erstmal ganz normal springen, glaube ich. So. Mich jetzt an dieses Kind des Mondlichts. Das ist ja schon wieder frustrierend. Irgendwas muss es doch mit diesem Schalter auf sich haben. Kann ja nicht sein, dass da nichts geht. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das auch nicht. Na gut. Irgendwann finde ich das schon noch raus, wie ich da hinkomme. Ich glaube tatsächlich auch, man kommt nochmal zurück. Wir haben erlangt das Fingerglied von Brennan, dem Totengräber. Brennan Joshua Mullins hob im Laufe seines Lebens für Freund und Feind hunderte von Gräbern aus, aber als das Chaos losbrach, war niemand mehr. Ja. Für ihn da. Oder irgendwie sowas. Ich interpretiere das jetzt mal so rein. So, die Ödnis der begrabenen Kirchen. Schaut euch mal diesen schönen Baum an und diese Leiche, die eine Engelsstatue schleppt und uns da wahrscheinlich damit schlagen möchte. Ja, genau das. Boah. Hallo? Wieder zack. So doch nicht. Ja, danke. Ah, ich habe keine Fläschchen mehr, ne? Krass, krass. Ist da unten ein Schrein. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich werde von überall beworfen und... Ich hampel da jetzt mal einigermaßen schnell drüber. Ist zumindest mal Geschichte. Das ist doch schon mal was. Alter. Nicht so schön. Da unten geht's auch lang, ne?
wahrscheinlich von da unten. Lass uns mal zurückgehen und uns das zu Gemüte führen. Ach, hey. Nein. Dann nicht. Nicht da. Aber wie denn dann? Wahrscheinlich brauchen wir da irgendwas dafür, was wir noch nicht haben. Ich habe halt echt kaum mehr Energie. Das ist schon echt mies. Hallo. Ach so, da geht's gar nicht. Ach, komm. Sich da echt... Okay. Okay, okay, okay. Verstehe schon, verstehe schon. Wo habe ich denn als letztes gespeichert? Scheiße. Gut, mit Ruhm bekleckert habe ich mich jetzt nicht unbedingt. Ja, das wissen wir schon mit dem Ausweichen, ne? So. Jetzt huschen wir wieder durch dieses Haus hindurch. Das finde ich schon noch raus mit dem Engelchen. Du warst nicht da beim ersten Mal. Wichtig ist immer das Tierchen zu streicheln. Wichtig, wichtig. Wir haben ja jetzt 755 Punkte irgendwas. Jetzt ist der Hund auf einmal weg. Bei dem Relief unten können wir Punkte ausgeben. Das schauen wir uns jetzt nochmal an. So. Und zwar Sündiger Grimm. Versieht die Klinge mit der Macht von Mea Culpa, so kann der Büßer, deren volles Potenzial in einem einzigen, aber unglaublich verheerenden Angriff entfesseln. Dafür haben wir zu wenig. Letzte Worte. Der Büßer führt eine vierte Kombo aus als Vollstreckungsangriff aus. Wir können aber auch Schwere der Sünde nehmen, nutzt die Fallenergie aus großer Höhe für einen kraftvollen Sturzangriff. Und das können wir auch noch nicht nehmen. Dann... halt mal das doch einfach mal frei. Chaka. Ja. Schön. Das sieht die Klinge mit der Kraft von Mea Culpa. Warum nicht? Und das macht mich ein bisschen wahnsinnig mit den, dass man da exakt irgendwie so davor stehen muss, dass... So, lass mich mal Mea Culpa ausprobieren. Jo, sehr schön. Verbraucht natürlich wahrscheinlich Energie, oder? Nö, geht. Geht auch so. Jetzt bin ich aber echt mal interessiert, was es mit dem Hund auf sich hat. Er war ja putzig. So, Gegner ja wieder da. Ödnis der begrabenen Kirchen. Hier bei dem wunderschönen Baum. Geh mal weg mit deiner Engelsstatue. Ja, wenn man natürlich keine Zeit hat, das Ganze aufzuladen, dann ist es natürlich fies. So. Die schlüpfen da immer aus ihren Steinhaufen. So. Und da ist es nämlich so, also da kommen wir nie im Leben drüber. Hm.
man sich dann ein bisschen besser auskennt, läuft es auch gleich viel entspannter. Okay, das bringt also aus der Richtung überhaupt nichts. Ach komm, Arsch. Schön, wie da der Kopf so wegfliegt. Hm. Ah ja, hier sind wir gestorben. Das wird uns auch angezeigt. So. Ein Schuldfragment gefunden. Hier fliegt eine ganz lästige Fliege durch die Gegend. Die nervt mich schon die ganze Zeit. So, hier wieder wunderhübsche Stacheln. Ich hupfe die ganze Zeit, dabei könnte ich auch ausweichen, ne? Eigentlich so. Nein, 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 oh Gott. So. So, dann lass uns mal gucken, wo wir hier hinkommen. Oh. Oh, nee. Was bist du denn? Ich will dich nicht kennenlernen, glaube ich. Okay, also ich kann zumindest zurück. Ich müsste es nicht tun, wenn ich nicht wollen würde. Das mit den Speicherpunkten. Oh, okay. Was? Nicht gesehen. Was ist jetzt passiert? Ah, okay. So eine Schockwelle, so eine Art. Na toll. Ja. Und wir haben wieder nur den Speicherpunkt an diesem... Ah, ja, das ist... Ja. Wie bei Dark Souls halt auch. Da waren die Speicherpunkte auch irgendwie so packenweit auseinander. Gut, da können wir jetzt einfach durchrennen. Jetzt einfach mal schnell durch, ohne uns damit aufzuhalten, zumindest wenn es geht. Ich möchte euch jetzt in der tausendsten Wiederholung langweilen. Was ist ja das eigentlich? Könnten wir ja auch einen Speedrun durchmachen. Hallo? Kletterst du? Müssen wir ja gar nicht machen, ne? Wir können ja so gleich nach unten. Warte mal, ich schau mal schnell nach rechts. Vielleicht gibt es da ja einen Schrein zum Speichern. Nee, sehe nichts. Na gut, aber
probieren kann man es ja mal. Da oben gibt es zumindest irgendwie einen neuen Sammelgegenstand. So. Kopfbein von Barock dem Herold. Ja. Ach, guckt. Das noch was wird mit mir und den Kindern des Mondlichts. Allein so war das nicht gedacht. Eieiei. Ihr wollt ihr mich verarschen? so. Mitten im Aufladevorgang erwischt er mich. So. So. Jetzt werden wir wohl dieses Kind hier befreien. 2 von 38. Ja, naja. Gebt mir einen Schrein, bitte. Das ist ja unmöglich. Schon wieder kurz vorm Abnippeln. Ah. So, bitte, bitte, Schrein. Nein. Okay, das Spiel mag mich nicht. Schauen wir mal. Hä? Das sieht ja genauso aus. Auch kein Schrein. Die verzweifelte Suche nach einem Schrein. Ha! Hilft natürlich auch überhaupt nichts. Das sieht so nach Endgegner aus. Hilft natürlich auch nichts, wenn der Schrein dann auf die andere Seite hin ewig weit weg ist. Dann verliert man auch nur die Orientierung. So. Schrein in Sicht. Ihr wisst jetzt, was ich meine mit Dark Souls für Pixel-Fans. Also das, ja. Gemeine Angelegenheit, ja. Mal gucken, ob das dann in der nächsten Folge besser läuft. Ich danke euch fürs Reinschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, und sagt Bye-Bye.